Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das XXX Bundle von Frauenarzt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. XXX von Frauenarzt, das Ganze erscheint am 28. Februar. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, so sieht das aus. Ungewöhnlicherweise, aber ich bin froh drum, haben wir hier ein Bundle mit einem Karton, also mit einer kleinen Box. Nicht wie die meisten Bundles einfach nur in so einem kleinen Plastiksäckchen, sondern wirklich hier in einer Schachtel. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns im Detail ansehen. So, hier bei der Schweißnaht einmal aufschneiden. Das letzte Release von Frauenarzt war ja das Collabo-Album mit Orgy, Kings of Bass. Und jetzt ist es mal wieder an der Zeit für ein Solo-Album. XXX nennt sich das Ganze. Wir haben hier eine ganz klassische braune Kartonbox. Dann haben wir hier einen schwarzen Sticker. Hier lesen wir eben den Interpreten und den Albumtitel. Darunter CD-Bundle. Dann haben wir hier links einen Barcode und die Beteiligten. Das Ganze natürlich erschienen über das Label Buzzbox. Was man dazu sagen muss, das Bundle gab es auch noch in einer anderen Variation. Also ich habe in diesem Fall das CD-Bundle, es gab das Ganze aber auch noch als Tape-Bundle, bedeutet statt der CD hat man dann eine Kassette dabei. Ganz klassisch. So, wie wir sehen können, von allen Seiten ganz schlicht in dem klassischen Braun. Dann schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier das Album an sich und als zweiten Bundle-Inhalt ein Shirt. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen und diese Bundlebox zur Seite. Das Shirt kommt so ohne Folie, allerdings ist das Album eingeschweißt. Wir haben hier auch noch einen Sticker und zwar werden wir hier gewarnt, Warnung Megabass. Okay, also ich bin gespannt, aber wie man den guten Mann kennt, wird das Album, was den Bass betrifft, diesem Hinweis auf jeden Fall gerecht. So, ein reguläres Jewelcase ist es geworden. Hier auf der Seite lesen wir wieder Frauenarzt XXX. Hier lesen wir auch wieder den Albuminterpreten. Allerdings spannenderweise hier auf der Vorderseite nicht den Albumtitel, wirklich nur den Interpreten. Dann haben wir hier Frauenarzt auf einem, ja, Thron möchte ich nicht sagen, aber es ist doch ein prunkvoller Sessel. Und vor ihm knien hier zwei leicht bekleidete junge Damen, die uns ihren Hintern präsentieren. Ja, hier auch nochmal. Dann haben wir hier die Tracklist, insgesamt 11 Stück. Wir haben hier Features mit dabei von Mach One und eines von King Orgasmus One. Das sind die einzigen zwei Features. Der Rest sind Solo-Tracks. Hier wieder Barcode plus Beteiligte und dann schauen wir mal hinein. Okay. Ah, okay, überraschend. Wir haben hier noch einen Sticker mit dabei, einen Buzzbox-Sticker hier im Querformat in Schwarz und Weiß. Sehr schön. War, glaube ich, gar nicht angegeben als Bundle-Inhalt, also der hat mich jetzt überrascht. Finde ich gut. So, dann holen wir mal das Booklet raus. Es ist allerdings... Ah, okay, ich dachte schon, es wäre so ein dünnes Booklet. Nein, es ist ein Einleger. Und dann kommen wir zum Booklet. Okay. Was haben wir hier? Einen Flyer XXX Tour 2020. Das sind die Tourdates. Also, falls ihr Frauenarzt live sehen möchtet, hier habt ihr die Möglichkeit. In Deutschland alle Dates. Buzzbox. So, und dann kommen wir zum Booklet. Hier wieder ein Foto. Hier ist sogar Orgy mit drauf. Das sieht mir echt so aus, als wäre das irgendwie noch zu Kings of Bass Zeiten entschieden. Also, Pornomafia. Dann haben wir hier die Infos zum Album, also die gesamten Credits. Wer war hieran beteiligt? Okay. Und zum Abschluss dann nochmal die Tracklist. So, dann packen wir das Booklet Soundeinleger wieder zurück. Den Sticker lasse ich jetzt mal draußen. Und wir kommen zum Album. Das sieht so aus.
XXX, riesengroß hier mittig, das Ganze in Rot und Schwarz. Schöne Farbkombination und die Rückseite auch einfärbig dann in Schwarz. So, das war's zum Album. Wir kommen zum Shirt. Wir haben hier ein schwarzes Shirt, ein Bassbox-Shirt. Also auf der Brust hier der Schriftzug Bassbox. Was man sagen muss, es ist vom Design her fast ident wie die regulären Bassbox-Shirts, allerdings mit einer kleinen Abwandlung, und zwar die drei roten X hier. Die gibt es hier wirklich nur in diesen Bundle-Shirts zu diesem Album XXX. Die regulären Bassbox-Shirts schauen so aus, allerdings haben sie dann die drei X am Ende in weiß. Also, damit könnt ihr dann die Bundle-Käufer von den regulären Merch-Käufen unterscheiden. Auf der Rückseite klassisch in schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, made in Haiti. Grüße gehen raus. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Sauber. Gut, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Übrigens, Größe L war einheitlich. Also es gab da keine mehreren Größen zur Auswahl. Es war wirklich allesamt in Größe L. Unabhängig davon, ob man jetzt das CD-Bundle oder das Tape-Bundle genommen hat. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, sowie natürlich das Album hier im Jewel Case mit insgesamt 11 Tracks und 2 Features, sowie diesem kleinen Sticker hier, dem Bassbox-Sticker, rechteckig. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle XXX von Frauenarzt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Frauenarzt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.